Wakanda. Es gibt einen Moment, an dem das Leben verschwindet, als würde ein Schalter umgelegt, ein Knopf gedrückt, eine Schleuse geöffnet und es bleiben nur Schatten. Wenn der Punkt erreicht ist, geht es leicht, ganz leicht. Wenn der Schalter umgelegt ist, wenn die Schleuse geöffnet ist, kann man Unverzeihliches tun. Dinge, die man nie vergisst. Dinge, die man nie begreift. Dinge, die man nicht träumen will, die man nicht wissen will, nicht denken will. Und damit herzlich willkommen zu Overclocked, einem Adventure aus dem Jahre 2007. Und wir beginnen direkt mit dem Kapitel 1, Zerbrechendes Glas. Ich bin Rudra und ich dachte mir, wir können eigentlich mal ein Adventure spielen. Und da habe ich mal so rumgeguckt, was bei mir so zu finden ist. Und da lag Overclocked rum. Ich habe es selbst noch nicht gespielt, obwohl es schon ganz lang bei mir rumliegt. Und darum bin ich eigentlich auch sehr gespannt, wie das Ganze sich so entwickeln wird, weil das, was ich davon gelesen habe, verspricht wohl eine ganz interessante Story, die sich nach und nach erst aufschlüsseln wird, weil man sich als Psychiater in der Psyche der Patienten nach und nach in die Vergangenheit vorarbeitet. Und ja, dabei wird sich dann so einiges auftun. Und das hier ist unser guter Psychiater, unsere Hauptperson. Fragt mich nicht, wie er heißt, keine Ahnung. Wir werden das bestimmt noch mit rauskriegen. So, und dann gucken wir uns ja erstmal um am besten. Was haben wir denn da Schönes? Aufbeantworter. Betrachten, erhorchen. Sie haben zwei Nachrichten. Nachricht 1. Hallo Dave, hier ist Detective Moretti vom NYPD. Ich hoffe, Sie sind gut angekommen und das Hotel ist in Ordnung. Wir hatten heute Morgen um 5 einen weiteren Fall. Gleich bei Ihnen um die Ecke übrigens. Fahren Sie raus nach Staten Island, wir treffen uns dort. Jo, das machen wir. Also, wir wissen schon mal, unser Charakter heißt Dave. Und er scheint ganz offensichtlich für die Polizei zu arbeiten. Und es wird wohl sicherlich was damit zu tun haben, dass diese nackte Frau... Ich habe den Mantel vergessen. Ach, so ein Ärger. Kann ich später noch auspacken. Nie an alles denken, nicht? Aber es wird wohl was damit zu tun haben, dass diese nackte Frau in New York über die Straßen lief. Ist ja jetzt nicht so der Alltag, vermute ich mal. Ich war noch nicht in New York, vielleicht sind die uns so bekloppt, aber... Naja. Militärputsch in Afrika. 300.000 weitere Soldaten für Nahen Osten. Selbstmordattentat in Israel. Amoklauf in Shopping Mall. Dieselben Nachrichten seit 20 Jahren. Ich kann's nicht mehr hören. Klingt ja alles sehr positiv, wie das halt immer so ist in den Nachrichten. Da kann man sich ja auch sehr drüber streiten. Ich pack mal das Geld ein hier.
ob das wirklich so toll ist, wie die Nachrichten es immer machen, weil es dann schon manchmal sehr an Panikmache grenzt. Und besonders toll ist es ja immer, wenn die Sommerlöcher kommen, dass dann sich auf einmal Flugzeugabstürze häufen oder Busunglücke und wir gehen dann mal in die Hotellobby, denn wir müssen ja zu unserem Auftrag, nicht wahr? Guten Morgen, Sir. Morgen. So, was haben wir denn da für einen netten Menschen hier? Grüße. Mr. McNamara, richtig? Ja. Willkommen im Skyline Hotel, Mr. McNamara. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nacht. Schätze schon. Etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit, Sir. Alles in Ordnung mit Ihnen? Wie bitte? Oh ja, doch, alles bestens. Die Nacht war etwas kurz, wissen Sie. Ich verstehe. Wissen Sie bereits, wie lange Sie bleiben werden, Sir? Wie lange? Nein, noch nicht. Wer weiß, vielleicht fahre ich gar nicht mehr zurück. Sir? Vergessen Sie's. Buchen Sie mich erstmal für eine Woche ein. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn ich genaueres weiß. Selbstverständlich. Wenn Sie irgendetwas brauchen, melden Sie sich jederzeit bei mir. Angenehmen Aufenthalt in New York, Sir. Danke sehr, danke sehr. So, dann gehen wir auch mal. Okay, besten Dank erstmal, Mr. Flynn, Sir. Mr. Flynn, bis später. Unserem guten Dave scheint es ja nicht allzu gut zu gehen. Und jetzt wissen wir immerhin schon mal seinen gesamten Namen, Dave McNamara also. So, gucken wir nochmal die Zeitung. Ich will das ein bisschen rauszögern, bevor wir raus in den kalten Regen müssen. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Wir können höchstens nochmal durch die Glasfront gucken, damit er sich drauf freuen kann, was kommt. Verdammt, es schüttet. So ein Ärger aber auch. Na dann, Augen zu und durch in die Rivington Street. Moment, ich habe gar nicht alle meine Sachen dabei. Was brauchst du denn, Junge? Musst du mal sagen. Ich weiß doch nicht, was du alles willst, was du brauchst. Dann also wieder hoch. Ping. So, was brauchst du denn, mein Freund? Kannst du hier irgendwie... Nein. Schade, ich hatte gehofft, man kann irgendwie Gedanken bei ihm hervorrufen. Okay, diese, wenn wir auf Space drücken, dann wird uns alles angezeigt schon. Das finde ich eigentlich gar nicht so toll, weil ich mich ganz gern selbst durchwühlen möchte. Mal gucken, ob ich der Verlockung widerstehen kann. Erstmal wahrscheinlich nicht, weil ich hier möglichst schnell erstmal zumindest erste Fortschritte machen möchte. Bett? Schlafen und überlegen. Überlegen klingt gut. Na da. Hoffentlich finde ich hier mal etwas Schlaf in den nächsten Tagen, wenn nur diese verdammte Träumerei endlich aufhören würde. Tolle Überlegungen. Nein, ich kann jetzt nicht schlafen. Oh, schade. Noch mal im Koffer gucken vielleicht? Großartig. Ich habe den Mantel vergessen. Die paar Sachen kann ich später noch auspacken. Überraschung, immer noch kein Mantel da. Gut, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als erstmal hier rüber zu gehen. Und den Brief vielleicht mal anzuschauen. Was anderes gibt's ja hier eigentlich nicht. Das ist die Mahnung von Kims Arzt. $5,200 will dieser Halsabschneider haben. Und wofür? Ich schätze, es war ein Fehler, mir die Post hierher nachschicken zu lassen. Es kommen eh nur Rechnungen. Drecksau, geldgieriges Pack. Gucken wir nochmal durchs Fenster. Oh, wir können es aufmachen. Es lässt sich nicht öffnen. Wahrscheinlich, weil die verdammte Klimaanlage sonst nicht geht. Was ein Scheiß, da hat man einen Balkon dran und dann kann man nicht drauf treten, weil man eine Klimaanlage drin hat. Aber die Amis sind ja sowieso ein bisschen komisch, was Klimaanlagen angeht. Bei denen muss ja wirklich jeder Raum und selbst die abgeranzteste Pennerhütte muss unbedingt eine Klimaanlage haben. Und vor allen Dingen in Texas unten, also da, wo es richtig heiß ist, ist es ganz schlimm. In jeder Gegend sonst kriegt man es hin, mit seiner Umwelt zu leben. Aber die Amis verstehen das irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Da muss man unbedingt überall Klimaanlagen hinbauen. Und man muss in der Wüste leben, aber es trotzdem kalt haben in der Wohnung. Ist sowas, das ist irgendwie so ein bisschen unverständlich für mich. So, gibt's denn hier noch was? Nicht so. Ja, was müssen wir denn dann machen? Moment, ich habe gar nicht alle meine Sachen dabei. Ach. Also nochmal hier hin. Ich gucke jetzt doch mal hier ein bisschen mit dem Ding. Da waren wir, hier waren wir. Ach nee, das ist das.
Vielleicht die Treppe? Hinauf. War eine tolle Steige-Animation. Ich denke, ich nehme lieber den Fahrstuhl. Aber oben war doch gar nichts mehr. Was soll ich denn noch? Ach, Leute. Hier gab's doch... Gab's nicht irgendwelche Gesprächsoptionen hier noch? Mit dem guten Mr. Flynn? Mr. Flynn? Sir. Informationen? Ich bräuchte noch ein paar Auskünfte. Okay. Was haben wir da? Geld, Kneipe und Hospital, Gewitter, abbrechen. Gewitter. Furchtbares Wetter da draußen. Wie lange geht das schon so? Über eine Woche, Sir. Die Stadtverwaltung musste die Brooklyn Bridge sperren lassen wegen Sturmschäden. Es traut sich kaum noch jemand auf die Straße. Und ich lasse meinen Mantel zu Hause liegen. Im Moment regnet es nicht ganz so stark, Sir. Wenn Sie dicht an den Häusern entlang gehen... Ja, super. Dauert es ein paar Minuten länger, bis ich durchgeweicht bin. Vermutlich. Vielleicht lassen Sie sich ein paar Sachen nachschicken von Mrs. McNamara? Ja, vielleicht. Gut, gut, das bringt mich jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Geld? Wo ist hier in der Gegend der nächste Cashpoint? Sie können bei uns mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, Sir. Sicher, nur für den Fall. Ich habe mein letztes Bargeld gestern Nacht dem Taxifahrer in den Rachen werfen müssen. Für die Stadtrundfahrt. Sagen Sie, sieht man mir das eigentlich an, dass ich mich hier nicht auskenne? Die Cabbies hier in New York haben leider wenig Skrupel. Sie sind eingeschlafen im Taxi? Genau. Tut mir wirklich leid, Sir. Gleich hier in der Straße ist ein Automat des United Bank Trust. Er funktioniert auch gelegentlich, habe ich mir sagen lassen. Na, bestens. Das ist natürlich auch eine Spitzenidee als Taxifahrer eigentlich, wenn einem der Fahrgast einpennt, einfach noch eine Runde zu drehen. Ist doch gar nicht so dumm. Gut, Kneipe. Was saufen gehen? Wo kann man hier in der Gegend ein Glas trinken gehen? Jetzt, Sir? Nein, ganz so schlimm ist es noch nicht. Eher heute Abend. Unsere Bar hat bis 23 Uhr geöffnet. Es sind auch einige Lokale in der Nachbarschaft. Das Night Hawk ist gleich nebenan. Empfehlenswert? Wenn Sie mich fragen, Sir, eingeschränkt empfehlenswert. Es hat einen etwas zweifelhaften Ruf. Verstehe, ich komme schon klar. Noch ist der Brand also nicht ganz so derb. Na gut, haben wir noch das Hospital offen? Ich muss rüber nach Staten Island. Wie komme ich da am besten hin? Sie nehmen die Staten Island Ferry. Den Anleger finden Sie an der Südspitze Manhattans. Okay, also wirklich die Fähre, ja? Spitze. Das wird wohl kein Spaß bei dem Wetter. Es könnte etwas schaukeln, Sir. Ach, das täuscht. Aber sicher ist das Ding. Nun, natürlich hatten wir bisher noch nie ein solches Unwetter. Alter, du fährst über den Hudson River. Wenn das Risiko zu groß wäre, würde die Fähre nicht fahren. Aha. Na, dann will ich mal das Beste hoffen. Kann ja nicht das Problem sein, mit einer Fähre über den Hudson River zu fahren, Hätten oder? Hätten Sie vielleicht einen Stadtplan für mich? Natürlich, Sir. Bitte sehr. Dankeschön. Besten Dank. Schreiben Sie es aufs Zimmer. Gern. So. Ja, natürlich schreibt er das gern drauf. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, jetzt haben wir alles. Mehr gibt's ja eigentlich erstmal nicht. Auf in die Rivington Street. Moment, ich habe gar nicht alle meine Sachen. Was fehlt dir denn noch, mein Freund? Hier unten gibt's ja nichts so wirklich. Ach, ich glaube, ich kann nicht drauf verzichten, immer wieder zu drücken hier. Dann also nochmal hoch. Den Brief hatten wir. Das andere... Müssen wir unbedingt an das andere Fenster nochmal gehen? Mal schauen. Eigentlich müsste es ja dasselbe sein, oder? Kaum jemand unterwegs. Die Leute verkriechen sich in ihren Wohnungen. Schön. So, und hier ist eigentlich aber auch nichts mehr, oder? Ich meine, Bett hatten wir, das hatten wir... Hier ist noch was. Ah! Nee, hier war ich doch schon. Ach, okay. Alles klar. Wozu auch immer wir... Ach so. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich.
er ist ja Psychologe und er arbeitet mit Hypnose. Und deswegen braucht er das Pendel, um seine Leute zu hypnotisieren. Und das Handy packen wir auch mal ein. So, und jetzt sollten wir doch alles haben, oder? Ja.